willkommen beim DB Masters Webinar zum Thema SAN versus NAS für Oracle Datenbank Performance Aspekte. In vielen Rechenzentren wird im Bereich Storage immer noch auf SAN gesetzt. Die Frage ist jedoch, ist das für die Oracle Datenbanken wirklich besser im Vergleich zu NAS-Lösungen? Wir werden uns das genauer anschauen. Für unsere Tests haben wir ein bisschen älteres Hardware-Equipment, einen Server mit 2 Dual-Core-CPUs in Summe 8 Cores, QLogic HPAs mit 8 Gigabit, Intel-Netzwerkkarten mit 10 Gigabit und eine FAS 8020 mit 2 Köpfen, Controllern, auf denen wir die Datenbanken verteilen. Jeder Controller hat 24 GB Cache, die Datenbank selber war in Summe keine 12 GB groß, das heißt die ganze Datenbank war im Cache. Für die Infrastruktur, wir haben ein ProCade 300 SAN verwendet, das 8 GB kann, und Cisco Nexus Switches, die 10 GB fähig sind. Für die Datenbank wurde eine Oracle 19c verwendet und wir haben 3 Konfigurationen getestet. ASM, Filesystem und NFS. Die Datenbank, ca. 12 GB, war immer auf beide Controllerköpfe gleichmäßig verteilt, sodass die Last auf beiden Controllern gleich hoch war. Ganz wichtig ist, die Instanz war mit 8 GB relativ klein, aber groß genug dafür und Filesystem Options war auf Set All, um Filesystem Caching-Effekte zu vermeiden. Zur SAN-Konfiguration. Wir haben hier 2 Konfigurationen getestet im SAN-Bereich. Die erste Variante, die der Realität entspricht. Ich habe eine Loon pro Storage Head, somit 2 Loons für die Datenbank. Zweites, das wir gemacht haben, war eine performance-relevante Version, nämlich 5 Loons pro Storage Head, somit in Summe 10 Loons. Bedeutet aber auch, ich habe die fünffache Arbeit bei der Konfiguration. Für ASM haben wir jeweils Disk Groups mit Excel Redundancy verwendet, und zwar eine pro Storage Head. Für Filesysteme haben wir jeweils ein Filesystem über die vorhandenen Loons eines Controller-Heads gestreibt. Das heißt in dem Fall 2 Filesysteme. Für Oracle DNFS, wir haben 2 IP-Netzwerke konfiguriert, damit Oracle die IOs über das Netzwerk ideal verteilen kann, und haben mit Hilfe der ORNFS-Tab das entsprechend über 2 Pfade gemountet. Zur Kontrolle, ob das Ganze passt, kann man in VLOT DNFS-Channels nachsehen, ob man wirklich zu jeder Storage hier 2 Pfade hat. Und wie Sie im Output sehen können, haben wir hier wirklich für die beiden Storage Heads 4 und 5 2 Pfade in Verwendung. Messen tun wir mit IO Calibrate. Das ist zwar nicht das ideale Benchmarking-Tool, weil es nur Leseoperationen macht, aber damit kann man sehr wohl sehr gut vergleichen, wie schaut die Leseperformance für einerseits IOPS, andererseits Sequential Reads, sprich Megabytes pro Sekunde aus. Mehr Informationen zu IO Calibrate finden Sie in unseren Webinaren zu diesem Thema. Ergebnisse mit einem Loon pro Head. Im Fall von ASM haben wir mit einem Loon pro Head etwas über 100.000 IOPS zusammengebracht und knapp 1,4 Gigabyte pro Sekunde transferieren können bei einer Latenz von 11 Millisekunden. Bei einem Filesystem haben wir sogar etwas mehr zusammengebracht. Ja, da war die Anzahl der IOPS ungefähr 120.000, die Latenz war aber doppelt so hoch wie bei einem ASM. Woran liegt das? Das liegt daran, dass beim Filesystem am Server, am Datenbankserver, einfach eine Schicht mehr ist, durch die der IO durch muss, durch erhöht sich entsprechend die Latenz. Der Durchsatz war vergleichbar. Wie schaut das Ganze jetzt aus, wenn wir in Richtung NFS gehen? Hier waren von Haus aus die IOPS deutlich höher. Das heißt, wir haben knapp 150.000 IOPS zusammengebracht und die Latenz war vergleichbar mit der Latenz, die wir im Bereich vom Filesystem hatten, mit 0,22 Millisekunden. Durchsatz war fast die physische Grenze erreicht, 2 GB pro Sekunde. Weitere Informationen zu Latenzen, IOPS und Durchsatz in unseren Webinaren zum Thema Storage Performance und IO Calibrate richtig einsetzen. Was passiert jetzt, wenn wir auf 5 Loons gehen, im Fall von ASM? Das heißt, wir haben 5 Loons pro Head, in Summe 10 Loons. Bei ASM sehen wir, dass wir deutlich mehr an IOPS zusammenbekommen.
über 170.000 IOPS, allerdings die Latenz explodiert. Woran liegt das? Wir werden es dann später sehen. Das liegt daran, dass der Datenbankserver, der eben nur 8 Cores hatte, mit der CPU so weit am Ende war, dass die Latenz hier stark angestiegen ist. Bei Filesystem haben wir wieder etwas mehr sogar zusammenbekommen, fast 200.000 IOPS, und auch hier ist die Latenz dramatisch angestiegen. Im NFS-Bereich haben wir nichts geändert, das heißt, es sind dieselben Werte wie davor. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, NFS ist ja deutlich schlechter, aber wenn man vergleicht, der Durchsatz ist schon ist deutlich höher. Wir schaffen im NFS-Bereich fast 2 GB pro Sekunde, was bei Full-Table-Scans oder Backups relevant ist. Und bei den IOPS, ja, es ist etwas weniger, aber bei deutlich geringerer Latenz. Schauen wir uns an, wie die Auslastungen sowohl am Datenbankserver als auch auf der Storage war. Wir haben uns hier auf die Variante mit 5 Loons pro Storage Head konzentriert. Das erste, wir haben gestartet, sieht man die Grafiken jeweils hier am Anfang, wo die CPU-Last am Datenbankserver hochgeht. Und am Anfang macht der IO Calibrate Random IOs. Ja, das heißt, die IO-Last geht schön nach oben. Irgendwann bricht dann die CPU-Last kurz ein und hier beginnt es Sequential IOs. Das heißt, ab hier ist dann der Durchsatz, der gemessen wird. Und hier endet dann die ganze Verarbeitung. Was ist sonst noch auffällig? Wenn man sich anschaut, haben wir am Anfang einen Anstieg bei Context-Switches, am Anfang von den Full-Table-Scans. Woran liegt das? Das liegt daran, dass bei den Random-IOs ASM die Information, was wo liegt, an die Datenbank schickt. Bei Full-Table-Scans wird aber zusätzliche Meta-Information übertragen. Das heißt, es dauert einfach, wenn man eine Datenbank startet, eine gewisse Zeit, bis diese Information vollkommen in der SGA ist. Ab dem Zeitpunkt, wo das in der SGA ist, sieht man dann, hören diese zusätzlichen Context-Switches wieder auf. Wir sehen auch, dass die System-Load am Server hochgeht, und zwar größer wie 8. Das werden wir bei allen diesen Benchmark feststellen. Nachdem wir nur 8 Cores haben, ist alles, was über 8 hinausgeht, nichts anderes als eine Überlastung des Servers. Das heißt, unser Datenbank-Server war in dem Fall der limitierende Faktor bei allem. Wenn man sich das Ganze auf der NetApp anschaut, bitte aufpassen, es sind hier neben der BAS 8020, auf der wir unsere Benchmarks machen, noch eine zweite Storage mit drinnen, die BAS 2552, die zählt hier bitte nicht mit. Das heißt, für uns relevant sind nur die blauen und orangenen Informationen. Und wenn wir hier bei den Latenzen schauen, sehen wir, dass die Latenz in dem Bereich in etwa bei 0,1, 0,15 liegt. Das heißt, bei ASM haben wir eine Latenz auf der Storage, die maximal 0,15 Millisekunden erreicht. Immer deutlich unter 0,2 Millisekunden. CPU-Auslastung auf der Storage. Wir sehen hier, Storage, CPU ist schon stark ausgelastet, aber ist noch Raum nach oben. Das heißt, die Storage selber ist noch nicht am Limit. Die könnte noch etwas mehr. Wir erreichen bei der Storage in etwa eine Auslastung von 85-87%. Da würde noch ein bisschen mehr gehen. Die Storage ist nicht unser limitierender Faktor. Wie schaut das Ganze aus, wenn man Filesystem betrachtet? Das eine, was auffällt, ist, die CPU-Usage steigt nicht sofort auf die volle Höhe an, wie wir es bei ASM hatten. Bei ASM sind wir auf dem Datenbank-Server sofort auf 100% bei den CPU-Leistungen bei den IOPS raufgefahren. Bei Filesystem schaut es ein bisschen anders aus. Woran liegt das? Das liegt eben an den Filesystem-Caching-Effekten. Ja, das heißt, das Filesystem, auch wenn wir mit Direct, mit Set All, sprich Direct Pass zugreifen, spielt das Filesystem mit. Das heißt, hier gibt es Caching-Effekte und erst wenn das Cache so weit die Informationen hat, dann wird die CPU-Usage etwas höher. Was massiv auffällt, sind allerdings die Context-Switches. Warum? Jeder IO muss durchs Filesystem durch. Das heißt, ich muss von Oracle einen Context-Switch zu Filesystem-Software, zum Filesystem-Treiber machen und dann nochmal einen Context-Switch Richtung Storage. Das heißt, wir haben hier im Vergleich zu SAN oder NAS, das wir uns noch anschauen werden, nicht 10, 20.000 Context-Switches pro Sekunde. Wir haben hier
teilweise über 100.000 Context-Switches pro Sekunde. Und jeder Context-Switch ist eine zusätzliche Last am Datenbankserver, den ich eben nicht für Verarbeitung nutzen kann. Auf der Storage wieder, wir sehen, die Latenz ist im Bereich von unter 0,1 Millisekunde. Das heißt, die Storage war hier nie auch nur annähernd ein Engpass. CPU-Auslastung auf der NetApp Storage, wie auch schon vorher, deutlich unter 100%. Ähnlich wie bei ASM, also hier nicht der limitierende Faktor. Wie schaut die Datenbank-CPU-Auslastung bei NFS aus? Wir sehen auch hier, sie steigt sofort auf 100% an. Das heißt, wir nutzen die CPU sofort voll aus. Die Context-Switches sind aber im Vergleich zum File-System, das bei über 100.000 lag, eben bei 10.000. Auch hier wieder am Anfang der Full-Table-Scan-Phase, der Sequential-Read-Phase, haben wir etwas mehr Context-Switches. Das ist hier Befüllen von Informationen. Sobald die mal da sind, sinken die entsprechend wieder ab. Wieder der Check auf der Storage. Auch hier ist die Last nicht so hoch, dass die Storage der Engpass wäre. Die Latenzen sind auch hier unter 0,1 Millisekunde. Ja, das heißt, CPU-mäßig ist die Storage hier definitiv nicht der Bottleneck. Vergleichen wir jetzt die CPU-Auslastung auf den Datenbankservern. Und da sehen wir eben, so wie ich es schon angedeutet habe, einerseits, wenn ich File-System habe, schaffe ich es nicht, die vorhandene CPU voll auszufahren, voll zu nutzen. Ich habe hier einfach einen gewissen Overhead, eben dadurch, dass ich viele, viele Context-Switches habe. Wir sehen hier eben im Bereich zwischen 50 und 100.000 Context-Switches im Vergleich zu NFS oder ASM, wo wir deutlich darunter liegen. Die CPU-Auslastung ist bei ASM am höchsten. Dadurch kommt es eben zu den höheren Latenzen. Hätten wir mehr CPU-Leistung, würden die Latenzen beim ASM hier auch wieder sinken. Aber es zeigt sehr schön, dass eben, wenn man einen Server in den Auslastungsbereich bringt, Latenzen einfach zwangsweise steigen. File-System haben wir mit Abstand die meisten Context-Switches und NFS liegt die CPU-Auslastung deutlich geringer als bei den anderen Lösungen. Vergleichen wir jetzt nochmal Latenz am Storage versus das, was bei OCalibrate rauskommt. Die Latenz auf der Storage war eben meistens unter 0,1 Millisekunde. Im Fall von ASM etwas höher, weil der ein bisschen mehr Last generiert hat. Beim OCalibrate kann man deutlich höhere Werte raus. Woran liegt das? Das liegt eben daran, dass der Datenbankserver ausgelastet war und somit IOs warten mussten. Ja, das heißt, in den Disk-Use stieg die Anzahl der wartenden IOPs, beziehungsweise am HPA stieg die Anzahl der wartenden IOPs. Das führt eben zu höheren Latenzen. Zusammenfassung. Oracle DNFS weist mit Abstand die geringsten IO-Latenzen auf. Mindestens dann, wenn ich fair vergleiche, sprich Anzahl der Volumes, Anzahl der NFS-Mounts gleich mit der Anzahl der Loons. Wenn man im SAN-Bereich nur wenige Loons nutzt, läuft man schnell in Limitationen. Das haben wir bei den Werten gesehen, wo wir 2 Loons hatten versus 5 Loons. Bin hier immer schlechter wie im NFS-Bereich. Das liegt eben daran, dass der Engpass die Disk-Queues oder die HBAs sind. Der Aufwand für die Administration und Installation ist bei NFS geringer. Das werden wir uns aber in einem zweiten Webinar zum Thema SAN versus NAS aus Administrationssicht noch anschauen. Haben Sie weitere Fragen? Brauchen Sie Unterstützung? Wenn ja, dann wenden Sie sich einfach an einen Mitarbeiter von DB Masters. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Ihr Christian Pfundner von DB Masters.